Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich bin so verzweifelt. Ich bin einfach verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber wen höre ich denn da? Da kommt doch Hilfe. Ist das nicht das Kasperle? Ah, mein Freund, das Kasperle kommt. Super. Trinidad, hallo, ey, du bist doch der nie Mathe kapiert. Ja, woher weißt du das? Ach, ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Was ist denn los? Ach, ich hab da eine Aufgabe im Buch, auf Westermann Schulbuch, Seite 61, die Aufgabe 3. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Irgendwas mit Außenwinkeln. Was? Außenwinkel? Ja, komm, die schauen wir uns doch dann einfach mal an. Komm mit. Ja, okay, ich komme ja schon. Mensch, so, Seppel, wo bleibst denn du? Seppel, wo bleibst denn du? Mensch, der wieder da ist, der Seppel. Wollen wir schon zu Herrn Peter und da uns was erklären lassen. Und jetzt kommt er wieder ewig nicht bei, der Seppel. Ist bestimmt wieder am Imbissstand hängen geblieben. Seppel, wo bleibst denn du? Ja, ich bin ja schon da. Ach Gott. Du rennst aber auch immer so weg. So, also jetzt sind wir ja hier am Arbeitsplatz. Ja, da sind wir. Sehr schön. So, also jetzt hole ich mal die Aufgabe und ich glaube, der Herr Peter, der ist auch schon irgendwo. Ich glaube, der kommt gleich. So, jetzt holen wir das Buch. Ja, Moment. So, da. Das Wiebenbuch. Ah, da ist sogar ein Geodreieck drin. So, um was geht's denn da? So, hier, das ist die Aufgabe. Herr Peter, sind Sie irgendwo? Oh, ich höre meinen Namen. Was ist denn da los? Hey, der Kasperl und der Seppel. Hallo, hallo. Sie müssen uns die Aufgabe da erklären. Welche denn? Na die. Winkelmaße. Zeige mal. Mach mal Platz. Also, Winkelmaße im Dreieck wollt ihr wissen. Na, schauen wir halt mal. Das ist auf der Seite 61 die Aufgabe 3. Müssen wir mal ein bisschen hinzoomen, ne, damit wir da mehr einen Eindruck haben von der Aufgabe. So, zoomen wir mal ein wenig runter. Ja, so, ja. Also, was geht's denn da? Also, es geht hier um Außenwinkel vom Dreieck. Ganz schön auch erklärt hier natürlich in dem Buch. Ein Außenwinkel ist immer, wenn ich ein Dreieck habe und ich verlängere da solche Seiten, dann ergibt sich dieser Winkel und der andere Winkel, die den gestreckten Winkel ergeben, das sind die Außenwinkel. Gut, und dann gibt es einen ganz wichtigen Satz. Ein Außenwinkel ist immer genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Ja, das muss auch so sein. Warum muss das so sein? Ich habe ja die Innenwinkelsumme vom Dreieck mit 180 Grad. Wenn ich jetzt von diesem Winkel, das ist ja der Außenwinkel hier, 180 Grad, minus diesen Außenwinkel mache, habe ich natürlich genau den hier. Und wenn ich natürlich von 180 Grad genau diesen Winkel subtrahieren würde, dann bleiben ja diese zwei übrig und damit müssen natürlich diese zwei Winkel genauso groß sein wie der. Ja, um diese Aufgaben zu lösen, übrigens, Kasperle Seppel, dann könnt ihr natürlich gern mit diesen Außenwinkelbedingungen arbeiten. Man braucht sie aber häufig nicht. Und weil ich jetzt hier nicht in das Buch reinmalen kann, habe ich mir diese Aufgaben nochmal auf ein Blatt Papier gezogen, um euch das genauer zu erklären. Also, ist eine einfache Sache. Was man hier wissen muss, sind zwei Sachen. Diese zweiten Winkel hier, der gestreckte Winkel, die ergänzen sich immer zu 180 Grad, weil das Nebenwinkel sind. Können wir noch ein bisschen hinzoomen. So. Und die Winkelsumme im Dreieck, die ist immer 180 Grad. Solche Sachen sollte man natürlich wissen. Gut, jetzt sollen wir hier Beta und Gamma rausfinden. Gut, man könnte natürlich jetzt hier argumentieren, ein Außenwinkel ist immer genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Das heißt, wenn ich den als Außenwinkel zu Beta nehme, müssen dieser Winkel und der Winkel hier 110 Grad ergeben. Also könnte man sagen, Gamma ist nichts anderes wie 110 Grad minus 48 Grad und dann käme da 62 Grad raus. Man bräuchte aber es auch nicht unbedingt zu machen, man könnte es auch anders machen. Also das wäre der eine Weg. Gamma ist gleich 110 Grad. Minus 48 Grad, also man geht hier über die Außenwinkelbedingung, damit komme ich auf 62 Grad. Hätte man den Gamma, ist natürlich jetzt die Frage, wie komme ich auf den Beta? Hätte ich zwei Möglichkeiten, entweder ich kenne natürlich jetzt den Gamma und sage, ich rechne mir Beta aus, indem ich 180 Grad minus 48 Grad minus 62 Grad rechne. Kann man machen, muss man nicht. Warum?
Dieser Beta- und der 110-Grad-Winkel, also der Außenwinkel und dieser Winkel, ergeben ja zusammen einen gestreckten Winkel mit 180 Grad. Also könnte ich sagen, Beta ist gleich 180 Grad minus 110 Grad, also in dem Fall 70 Grad. Ja, und dann hätte man den Beta. Ich könnte natürlich sagen, gut, wenn ich das mit dem Außenwinkel gar nicht mehr weiß, hier um auf den Gamma zu kommen, könnte man natürlich den Gamma auch anders ausrechnen. Dann könnte ich natürlich auch sagen, Gamma ist jetzt über die Winkelsumme des Dreiecks 180 Grad minus diese 70 Grad minus die 48 Grad. Gut, anstatt zwei Zahlen zu subtrahieren, könnte man auch die Summe dieser beiden Winkel bilden und dann abziehen. Also hätte ich 180 Grad minus 70 und 48 sind 118 Grad. Und damit komme ich auch auf 62 Grad. Allerdings, ihr seht es ja, diese Rechnung hier ist natürlich viel länger, als wenn ich erkenne, na gut, das da hier ist der Außenwinkel zu dem Winkel und der Außenwinkel ist genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Dann könnte man kürzer auch den Gamma ausrechnen. Also das wäre jetzt eine zweite Variante, um auf Gamma zu kommen. Ja, hier hätte man auch zwei Möglichkeiten, um die Aufgabe zu lösen. Nachdem es hier natürlich um Außenwinkel geht, im Zusammenhang mit den Außenwinkeln, kann ich natürlich erkennen, gut, ich nehme den Winkel hier und den Winkel, damit ist dieser Gamma-Strich der Außenwinkel zu Gamma und der ist genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Also muss Gamma-Strich, wenn ich mit der Außenwinkelbedingung hingehe, nichts anderes sein wie 70 Grad plus 30 Grad, also 100 Grad. Grund, weil der Außenwinkel ja genauso groß ist wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Gut, jetzt kenne ich den Außenwinkel. Der Außenwinkel und der Winkel, Innenwinkel des Dreiecks ergeben zusammen natürlich wieder die 180 Grad, weil es Nebenwinkel sind. Also müsste ich jetzt, damit ich auf Gamma komme, 180 Grad minus 100 Grad rechnen. Und dann hätte ich 80 Grad für Gamma. Ja. Gut, könnte man auch anders lösen natürlich. Oder, das wäre natürlich die andere Variante, ich weiß nichts von Außenwinkeln. Ich weiß natürlich hier, dass in jedem Dreieck die Innenwinkelsumme 180 Grad ergibt. Also rechne ich 180 Grad minus 70 Grad minus 30 Grad oder minus 70 Grad plus 30 Grad. Also habe ich 180 Grad minus 100 Grad und komme damit auf die 80 Grad. Und wenn ich natürlich jetzt den Gamma mit 80 Grad ermittelt habe, kann ich mir den Gamma-Strich ausrechnen, indem ich jetzt 180 Grad minus 80 Grad rechne. Also auch 100 Grad. Und hier hätte ich natürlich jetzt nichts mit Außenwinkeln benutzt. Gut, das nächste wird schon etwas kniffliger. Da kommt jetzt ein Dreieck ins Spiel. Hier heißt, die Länge der Seite AC, also diese Seite hier, soll genauso lang sein wie die Länge der Seite BC. Also diese Seite hier und diese Seite, die sind gleich lang. Und damit habe ich hier ein besonderes Dreieck. Damit habe ich ein gleichschenkliches Dreieck und das sind dann die Schenkel. Die gleich langen Seiten BC und AC nenne ich Schenkel. Und beim gleichschenklichen Dreieck wäre das hier die Basis. Und was ich natürlich auch noch weiß, ist, dass die Basiswinkel gleich groß sein müssen. Also weiß ich schon mal, dass Alpha genauso groß ist wie Beta. Und jetzt hätte ich auch zwei Möglichkeiten, hier die fehlenden Winkel rauszufinden. Gut, dieser 102 Grad Winkel, das ist zu den beiden Winkeln, zu dem Winkel der Außenwinkel. Also ist der genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Also muss Alpha plus Beta 102 Grad ergeben. Ich kann natürlich statt Beta auch Alpha schreiben. Also muss 2 mal Alpha, Alpha plus Alpha sind 2 Alpha, müsste 102 Grad sein. Also dividieren wir durch 2 und damit hätte man den Alpha gefunden. Der hätte ein Maß von 51 Grad. Gut, wenn ich natürlich Alpha kenne, kenne ich automatisch Beta. Das sind ja Basiswinkel. Beta ist auch 51 Grad. Und jetzt fehlt noch der Gamma und auf dem Gamma komme ich natürlich über die Winkelbedingung
Gamma ist 180 Grad, weil es der Nebenwinkel ist, minus 102 Grad. Und der wäre dann genau 78 Grad. Das wäre die Möglichkeit, wenn ich wieder mit dem Außenwinkelsatz hingehe, dass der Außenwinkel genauso groß ist wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Ich kann es auch komplett anders lösen. Wie wird es auch gehen? Zeige ich euch. Also mehr Variante. Der erste Schritt ist, ich berechne mir diesen Gamma da oben. Den Gamma kann ich mir ausrechnen, indem ich einfach rechne 102 Grad, 180 Grad minus die 102 Grad. Also das habe ich jetzt hier schon geschafft. Dann habe ich Gamma. Was weiß ich jetzt noch? Ich weiß natürlich jetzt noch, dass zweimal der Winkel Alpha, also Alpha und Alpha, zweimal Alpha plus die 78 Grad, die müssen ja die Innenwinkelsumme des Dreiecks 180 Grad ergeben. Also man geht über eine Winkelgleichung. Erster Schritt, ich rechne minus 78 Grad. Damit weiß ich, dass 2 mal Alpha 102 Grad sind. Und jetzt dividiere ich natürlich hier wieder durch 2 und damit hätte ich auch meinen Alpha mit 51 Grad herausgefunden. Also wie gesagt, ob ihr da mit dem Außenwinkelsatz arbeitet, Jungs, oder ob ihr da das mit dem Innenwinkelsatz so mit Dreieck macht und Nebenwinkel, das geht eigentlich beides. Also wenn ich nicht an den Außenwinkelsatz denke, kann man es auch so machen. Ist das schon mal halbwegs klar? Ja, doch, das ist ganz klar. Also ich habe jetzt fest, ein Außenwinkel ist immer genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Und die Innenwinkelsumme in einem Dreieck beträgt immer 180 Grad. Und ein Außenwinkel und sein entsprechender dazugehöriger Innenwinkel ergeben auch immer 180 Grad. Boah, ich bin ein Mathe-Profi. Danke, Herr Peter. Ich glaube, ich habe es kapiert. Jetzt könnten wir ja den Rest auch ohne Probleme mal machen. Ist bestimmt ähnlich. Naja, gut, was heißt hier ähnlich? Ich meine, man könnte natürlich hier auch wieder arbeiten. Man könnte mit dem Außenwinkelsatz arbeiten. Man kann natürlich hier auch schön anderweitig arbeiten. Schauen wir uns die mal an. Also jetzt sollen wir hier Alpha rausfinden. Ich weiß, der ist 1,5 Alpha. Und ich weiß noch Gamma. Und ich kenne da oben noch einen Winkel Gamma-Strich. Also fangen wir am besten mal an mit Alpha. Alpha ist also dann 180 Grad minus 138 Grad. Gut, von 2 auf 8 auf 0 fehlen 2, 1 gemerkt, von 4 auf 8 kommt raus 42 Grad. So. Der Alpha ist also jetzt 42 Grad. Jetzt steht hier 1,5 Alpha. Das ist eine Kurzform für 1,5 mal Alpha. Also wenn ich 1,5 mal Alpha habe, ist das das gleiche wie 1,5 mal 42 Grad. Das müsste ich natürlich jetzt ausrechnen. Falls einer nicht sicher ist, kann man Nebenrechnung machen. Nebenrechnung lautet, in dem Fall würde ich es eher drehen, 42 mal 15. Damit hättet ihr einen 1er im zweiten Faktor. Gut, ich habe 0 und beim 1er ist es schön, schreibt man alles ab. 5 mal 2 sind 10, 5 mal 4 sind 20 und 1 sind 21. Gut, hätten wir auch selber drauf kommen können. Die Hälfte von 42 ist genau 21, also komme ich auf 63 Grad. 630, 63 Grad. Hätten wir auch so sich überlegen können. Ich habe 42, die Hälfte von 42 ist 21, also ist das 1,5-fache von 42, 63. Gut, jetzt kenne ich den und jetzt könnte man natürlich hier wieder zwei Sachen machen. Entweder ich berechne mir jetzt den Gamma-Strich und indem ich jetzt von den beiden die Summe bilde, oder ich gehe über die Innenwinkelsumme und berechne mir erst den Gamma und dann nochmal mit 180 Grad minus den Gamma-Strich. In dem Fall machen wir jetzt den Gamma-Strich mit dem Außenwinkelsatz. Er ist genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel, also muss ich rechnen 42 Grad plus 63 Grad und da komme ich dann auf 3 und 2 sind 5, 605 Grad. Und damit kann ich den letzten noch ausrechnen, den Gamma. Gamma ist dann 180 Grad minus 105 Grad. Und da kommt dann bekanntlich 75 Grad raus.
Also ich bin jetzt über den Außenwinkelsatz gegangen. Man hätte natürlich auch jetzt 180 Grad minus 42 minus 63 rechnen können. Da wäre das Ergebnis dann 75 gewesen. Und dann 180 Grad minus 175, dann hätten wir auch den Gamma-Strich, wenn ich jetzt den Außenwinkelsatz gar nicht nehme und über die Innenwinkelsumme gehe. Gut, als nächstes bei der E schauen wir halt mal, was hier ist. Da muss man ein bisschen genau hinschauen. Da sind jetzt tolle Winkel auch gegeben und man soll da irgendwie rausfinden, wie groß da jetzt irgendwelche andere Winkel sind. Gut, ich habe hier zwei Dreiecke, also muss ich mir überlegen, dann ist ja hier auch noch ein Winkel. Gut, dieser Winkel in dem Dreieck ist das natürlich der Außenwinkel zu, ja, wenn ich den Winkel habe und den Winkel habe, wäre das der Außenwinkel zu dem. Den benenne ich jetzt einfach mal. Diesen Winkel, den nenne ich einfach mal Epsilon und den nenne ich einfach mal Pi, Winkelbuchstaben. Gut, der Epsilon, der wäre 180 Grad minus 135 Grad, hätte man den. Wenn ich mir sage, das ist der Außenwinkel in dem Dreieck hier, dann ist 135 Grad nichts anderes wie dieser Winkel hier plus der. Das ist ein rechter Winkel. Also kann man den Phi ohne Probleme ausrechnen. Der ist in dem Fall 135 Grad minus 90 Grad. Also 45 Grad. Hätte man den. Und jetzt war ich also in diesem Dreieck, das hebe ich aber mal bunt hervor. Also ich bin als erstes in dieses Dreieck gegangen, das da. In dem Dreieck wäre das ein Außenwinkel und die nicht anliegenden Innenwinkel wären die zwei. Gut, naja, jetzt kenne ich den Winkel, jetzt will ich ja den Alpha haben. Na gut, jetzt gehe ich in dieses Dreieck, hier ist der 90 Grad Winkel, also kann ich mir den Alpha ausrechnen über die Innenwinkelsumme. Wir rechnen 180 Grad minus 90 Grad minus 45 Grad und damit ist Alpha ebenfalls 45 Grad. Also das ist schon ein bisschen tricky hier. Muss man halt logisch überlegen und über Innenwinkelsumme hingehen. Gut. Man könnte natürlich auch den ausrechnen, wenn ich den kenne. Es wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich den kenne und den kenne, könnte ich mir den da ausrechnen. Wenn ich den Winkel kenne und der Winkel, sind das natürlich Scheitelwinkel, die sind gleich groß. Und dann ziehe ich mir da noch den 90 Grad und den wieder von 180 ab, komme ich auch auf Alpha. Ja, kommt die letzte, ein Winkelkreuz mit tollen Winkeln. Man hat noch parallele Geraden und hier kann man natürlich auch schön sich die Winkel erarbeiten. Gut, fangen wir an mit dem Winkel Alpha. Wenn ich hier 120 Grad habe, habe ich da den gestreckten Winkel. Also ist Alpha 180 Grad minus 120 Grad. Kommt 60 Grad raus. Gut, jetzt kann man ein bisschen mit Winkelgesetzen arbeiten. Hier seht ihr versteckt ein Z. Die da. Da ist das Z drin. Wir haben die parallelen Geraden. Und hier ist das Z versteckt. Das heißt, dieser Winkel Alpha und der Winkel Delta sind Wechselwinkel. Also ist Delta nichts anderes wie 60 Grad, weil das ein Wechselwinkel zu Alpha ist. Man könnte es auch anders machen, den Delta. Ich habe ja hier zwei parallele Geraden. Dann sind diese beiden Winkel, also wenn ich das alles mal wegnehme hier, haben wir gespiegeltes E versteckt. Dann sind der Winkel und der Winkel Ergänzungswinkel, die ergänzen sich zu 180 Grad. Also kann ich mir ohne Probleme noch den Winkel da ausrechnen. Also die ergänzen sich zu 180 Grad. Also ist der auch 60 Grad. Gut, dann kann ich mir natürlich hier diese drei anschauen, den 45, den und den. Die müssen ja zusammen 180 Grad ergeben. Also könnte man von 180 Grad minus 45 Grad minus dem rechnen und dann habe ich den Gamma. Und das machen wir jetzt auch. Also Gamma ist 180 Grad minus 60 Grad, bin ich wieder bei den 120 Grad, minus 45 Grad. Und damit komme ich auf 75 Grad. So, fehlt noch der letzte. D
Den letzten könnte ich natürlich über die Innenwinkelsumme ausrechnen, weil ich ja jetzt Alpha und Gamma kenne, könnte ich Beta ausrechnen. Oder ich erkenne, Beta ist auch 45 Grad, weil dieser Winkel hier und der da oben bei den parallelen Geraden die sogenannten Stufenwinkel sind. Also dementsprechend, das wäre ein Stufenwinkel zu den 45 Grad. Wie ihr da letztendlich hinkommt zu diesen Größen, das ist eigentlich letztendlich irgendwann egal. Eure Aufgabe ist halt rauszufinden, wie groß die Winkel sind. Und ganz wichtig, was man hier nicht machen darf bei den Aufgaben, messen. Ihr dürft da nicht messen. Ihr sollt durch Rechnungen die fehlenden Winkelmaße bestimmen. Und damit hätten wir hier jetzt die Lösung von dieser Aufgabe. Ja, Kasperle, Seppel, was meint ihr? Ist es halbwegs verstanden, wie die Aufgabe geht? Weil ich würde dann gern auch langsam noch was anderes machen. Ah, Herr Peter, Sie sind der Allerbeste. Vielen, vielen Dank. Ich kann das jetzt. Boah, das ist super. Ich hab's, glaube ich, halbwegs kapiert. Ja, und ich auch. Ich auch. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich schon.